Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Dipio schon mit einem brandneuen Part von Mario Kart 8. Im letzten Part habe ich über meine Meinung geredet von Mario Kart 8 und darüber, was, ja, wie das Release-Game von Mario Kart 8 ausgegangen ist. Auf jeden Fall Mario Kart immer noch cool, wie ihr es von mir kennt. So, auf jeden Fall gebe ich jetzt erstmal ein bisschen Gas hier. Ich will jetzt hier auch noch ein bisschen was gewinnen können. Juhu! Okay, auf jeden Fall die rote, die will ich jetzt nicht abkriegen, aber muss ich ja abkriegen. Weil sonst wäre es ja kein Mario Kart 8. Ja, auf jeden Fall sind die Münzen hier in diesem Spiel eigentlich recht wichtig. So, darum hole ich mir auch immer ein paar. Oh Gott, ne, da ist jemand, da spielt jemand mit Feuer. Auf mit Feuer zu spielen. Oh, Typ. Geht immer gar nicht klar hier. So, auf jeden Fall können wir jetzt bitte. Ja. Gute Abkürzung genommen. OP. Extrem OP genommen. Muss ich echt zugeben. Aber die Strecke liegt mir eigentlich auch recht gut, weil die ja ziemlich kurvenreich ist. Und den Typen, den lasse ich jetzt mal hinter mir. Weil der kann ja sowieso nichts. So, schon. Mit Drift kommt man hier natürlich auch richtig weit. In diesem Spiel, das ist ja das Coole. Wenn man gut driften kann, klappt alles. Ja, ich lasse mal die Banane da liegen. Dann probieren wir mal kurz meine Münzen wieder. Dann geht's auch gleich weiter. Aber wie. Nico, ernsthaft. Soll es nicht vor mir sein? Boah Gott, du schubst mich einfach runter. Im Spiel. Geht mir gar nicht klar. Ich nehme einfach mal den Rückenwind. Oder Windschatten, wie auch immer. Oh Gott, dann hieß ich gar. Toll, danke, dass ich jetzt keine Items da krieg. Und jetzt, oh Gott, pass auf mit deinen Bananen. Geht mal gar nicht klar hier. Scheiß auf die Münzen jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade im Zieleinlauf. Das ist ja immer noch so klein. Ja, okay. Perfekt. So gewinnt man dieses Spiel. Einfach ganz viel driften. Das ist eigentlich schon das, wo man am meisten gewinnen kann mit. Indem man einfach ziemlich viel driftet, um möglichst viele Booster zu kriegen. Also wir hören uns gleich im nächsten Part. Rennen. Und weiter geht's mit dieser Röhren-Geschichte aus 3DS. Eigentlich auch eine recht interessante Strecke, die zu fahren. Vor allem hat sie ziemlich laute Musik, muss ich zugeben. Da muss ich, glaube ich, demnächst nochmal was einstellen. Oh Gott, ne, das war dumm. Von mir. Wieso habe ich überhaupt Münzen gehabt? Oh Gott, ne. Dauertlapp. Was hatte ich mich selbst mit meiner eigenen Banane abgeknallt? Da ging ja mal gar nicht gleich hier. Was mache ich da für Scheiß wieder? Oh Gott, ne. Da will einer sehr viele grüne Panzer loswerden. Oh Gott, ne. Ah, oh Mann, Mist jetzt. Warte mich hier. Ja, dieser Nico, ich mag den Typen nicht. Jetzt immer auf mich abgesehen. Zitze, zitze, zitze. Mit seinen komischen roten Panzern. Zitze, zitze. Aber auf jeden Fall können wir hier noch. Ist das Spiel noch hier noch nicht verloren? Ja, vor dem. Oh! Ich wollte gerade sagen, dass da irgendjemand runtergefallen ist, aber ich bin ja auch runtergefallen. Aus irgendeinem Grund auch immer. Den ich nicht verstehen kann. So, auf jeden Fall hole ich mir noch mal kurz ein bisschen Rückenwind. Um jetzt die Münze zu klauen. Ist natürlich auch wichtig, dass man auch oftmals im Rückenwind von den anderen fährt und nicht irgendwo gegenknallt. Wäre eventuell auch cooler. Hallo DK, wie geht's denn so? Oh Gott, auf jeden Fall kriegen wir jetzt mal keine Münzen mehr. Oh Gott, ne. Ich wollte ihn eigentlich nach hinten schmeißen. Ah, hier kriegt er noch einen Bumerang in den Hintern geschoben. So, okay. Hey, hallo Tod, wie geht's auch noch? Oh, hier ist anscheinend alles schon wieder aus. Gut. Ich bin halt gerade ein bisschen in Verzug hier. Aber den Mikan, den kriegen wir noch. Oh shit, das war dumm. Das war noch mehr dumm. Ah Gott, ne. Ich klamm mich mit meinem eigenen Panzer ab, cool. Ist alles geplant. Um das Rennen noch ein bisschen spannender zu machen hier. Ich geh mal gar nicht gleich. Ah oh Gott, ne. Ich stelle ja mich. Oh Gott, ne. Wie sind wir eigentlich jetzt nur Vierter? Ist mal gar nicht klar. So,
So, nehmen wir mal kurz den einen Weg hier. So. Ich habe ihn sogar getroffen, cool. Aber ob das jetzt noch reicht? Weil er bleibt ja eigentlich recht weit in der Mitte. Oh shit, das war dumm von mir. Obwohl, da kommt keine rote. Sondern ist noch alles gut. So, hier, der hat jetzt gerade einen Fehler gemacht und den Booster nicht mitgenommen. Das heißt, dass ich hier noch weiter nach vorne kommen kann. Mann, was ist denn hier mit dem Ding los? Geht mal gar nicht klar hier. Okay, Witz. So wird's nicht mehr. Na, nee. Aber warum fahre ich da hier runter? Auf einmal ist dann irgendwie der Wind weg und dann fahre ich runter. Das ist mir vorher nie passiert. Okay, wir sehen uns dann gleich im nächsten Rennen. So, dann sind wir auf dem anderen Regenbogenboulevard, der eigentlich... Ich finde ihn eigentlich richtig cool gestaltet. Und ich bin eigentlich auch recht gut da drin, wenn ich nur nicht am Anfang fehlen würde. Der Anfang der Strecke ist halt das Problematische. Oh Gott, ne. Ja, fange schon wieder an zu failen. Indem ich einfach meinen Panzer einfach wegschmeiße. Boah, pass doch auf. Ich will hier nicht runterfahren. DK. Der Trick war aber... Aber war eigentlich, sich hier zwei Münzen noch zu ergattern. Indem man ein bisschen schräg fährt, aber... Habe ich jetzt gar nicht hingekriegt, wegen dem DK hinter mir. Der meint, ach, ich nerv dich einfach mal. Auf jeden Fall lege ich ihm hier mal kurz eine Banane hin. Ja, DK mag ja Bananen. Also von daher passt das schon. Ja, ich habe übrigens eine Abkürzung genommen. Die muss man natürlich auch richtig gut können. Um auch einen normalen Zeitrennen den Geist auszuschlagen. Ansonsten schafft man das nicht, den Geist zu schlagen, wenn man die Abkürzung nicht kann. Ja, ich habe alle Nintendo-Geister ja schon besiegt. Spiegelmodus ist ja auch schon abgeschlossen gewesen. Ich heb mir auf jeden Fall diese Tröte auf, weil die hilft gegen alles. Und von daher passt das schon. Na gar nicht. Ich schütte das Ding und dann passiert nichts. Okay. Aber ich kann ohne Items hier schon weiter nach vorne kommen. Weil die Leute haben das Problem, dass die diese Strecke nicht wirklich gut können. Ah, Gott. Okay. Das war ein bisschen knapp drangenommen. Ich hoffe, es hat jetzt nicht meine Führung gekostet. Nee, nicht ganz. Aber auf jeden Fall finde ich die Strecke eigentlich richtig gut gemacht. Ja, komm näher. Komm näher. Ich habe was für dich. Komm einfach näher. Passt schon. Oh Gott, das... Oh Gott. Oh Gott, das war doof von mir. Ich habe die Banane, die zweite Banane da nicht gesehen. Ja, die war auch richtig gut platziert, muss man zugeben. So, ich muss jetzt mal Münzen. Und versuchen jetzt mal weiter nach vorne zu kommen. Leute, kannst du hier nicht... Ah, shit. Das ist doof. Warum setze ich eigentlich den... Pits dort ein, wo es nicht sein sollte. Okay, aber auf jeden Fall versuche ich jetzt gerade noch das alles zu retten. Indem ich mich hier noch ein bisschen anstrenge. Aber auf jeden Fall erstmal das Ding hier sicher nach Hause fahren. Und die eine noch entschließen. Gut, perfekt gelaufen für uns in diesem Rennen. Ach, war das eigentlich das vierte? Ach, wenn es das vierte ist, mache ich jetzt noch eins. Das schulde ich euch. Yay, wir sind jetzt noch zu zweit in diesem Raum. Gegen diesen Dragon. Der meint ja so gut zu sein. 3, 2, 1. Ich habe davon aber noch nicht so wirklich gemerkt, dass der so gut ist. Ja, wo ist denn der hin? Keine Ahnung, wo der jetzt hier abgeblieben ist. Aber auf jeden Fall fahre ich jetzt einfach mal schön geschilligt nach vorne. Ach ja, die erste Strecke in diesem... Ah, na. Ja, natürlich hat das jetzt eine rote. An wen soll jetzt die sonst noch verschwenden? Als an mir. Auf jeden Fall habe ich jetzt mein cooles Ding, womit ich alles killen kann. Trompete des Todes. Ist OP. Wirklich OP. Wow. Pass auf mit deinen Bananen. Und mit deiner Banane auch noch. Ui. Einfach weil ich es kann. Bin ich über die Rampe gefahren. Hm, so, okay.
Ah ja, die Strecke ist eigentlich richtig immer noch richtig gut gestaltet, meiner Meinung nach. Die Musik auch cool. Und rote abgewehrt. Mission complete. Der kann ja keine blaue kriegen. So, und da passt das schon. Ach, ich hatte die zwei Münzen noch mitnehmen sollen. Hätte ich auch mal eine 10 voll gehabt. Oh Gott, ey. Die Banane, sie ist gut geleakt da. Ah, shit, ich hätte die Banane behalten sollen. Jetzt habe ich ein Problem, wenn er jetzt gleich eine rote hat. Habe ich ein ganz großes Problemchen. Hm? Aber ich denke mal nicht, dass er jetzt eine rote hat. Aber ich sollte es. Ich wollte eigentlich das Ding umschalten. Hm? Ah, mal später. Hm? So. Überhol mich. Lol, wie ist es jetzt so schnell auf einmal wieder? Oh Gott, ne. Der übertreibt es gerade. Ach, er hat ernsthaft Pilze oder was ist das, was er da hat? So, auf jeden Fall versuche ich ihn noch irgendwie zu überholen. Na, ah, hat nicht geklappt. Shit. Nein, ich habe verloren gegen ihn. Ein Punkt Abzug. Wie gemein. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.